So, jetzt Premiere auf der Messe, drei Frauen auf einem Streich, DITS. Ich begrüße Jasmin Bühler, Heike Hoch und Martina Klitzke. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Applaus, Dankeschön. Gwen ist das Thema. Gwen ist ja was, wo ich immer nicht dran teilnehmen darf, Heike. Ja, mir tut es auch immer sehr leid, weil ich weiß, du würdest es lieben mit so vielen Frauen. Heike, erzähl mal ein bisschen über Gwen. Woher kommt das? Was ist Gwen? Was heißt Gwen? Wer hat das entwickelt? Wie besteht das? Also, ich erzähle da natürlich sehr gerne drüber, aber eine der Hauptinitiatorinnen hier in Hamburg vom Gwen-Treffen ist ja Martina, die hier neben mir steht. Und deswegen gebe ich das Wort jetzt erstmal gerne an Sie. Super. Okay. Also, Gwen ist eine Abkürzung und steht für Global Women Entrepreneur Network. Cooler. International kommt drin vor. Ja, super. Und Global. Global kommt drin vor, weil dieses Netzwerk gibt es in verschiedensten Städten und Ländern. Okay. Und Women kommt drin vor, weil es sind Frauen mit unternehmerischem Geist, die sich treffen, um sich gegenseitig zu inspirieren. Und nur Frauen. Im Moment sind es Frauen, weil wir eine eigene Art haben, miteinander zu netzwerken. Die unterscheidet sich ein bisschen von dem, wie Männer miteinander netzwerken. Die haben ja dann ihre eigenen Treffen. Aber ich hasse Treffen nur mit Männern. Dann gründe dein eigenes. Dein Gemän. Okay, ja, du musst auch einen Titel finden. Ja. Jasmin, du bist noch nicht so lange dabei bei dem ganzen Thema. Was fasziniert dich an Gwen? Das Netzwerk, weil ich komme aus der Männerwelt. Okay. Na, ich kenne es so nicht, wie es da läuft. Und das ist total wertschätzend, unterstützend. Tolle Frauen mit tollen Ideen, die einfach echt was leisten und auf die Beine stellen. Wie oft findet das statt, Heike? Du bist ja oft dabei. Ich bin so wie immer dabei. Ich glaube, in den 3 Jahren, die ich das jetzt mit Martina und Heike Andersen zusammen leite, habe ich, glaube ich, einmal war ich nicht da. Ansonsten bin ich immer dabei, das ist einmal im Monat. Und wir sind auch super hier in Hamburg. Also das gibt es jetzt seit Januar 2008 und es ist noch nie ausgefallen. Wow. Wir treffen uns jeden Monat einmal und zwar abwechselnd, ein Monat in der Kegelhof Kommunikationsküche von Heike Andersen, die ja hier wahrscheinlich jeder kennt, und einmal an einem anderen Ort, den Martina dann aussucht und organisiert. So lernen wir immer ein paar verschiedene Orte kennen, was immer sehr schön ist auch. Was wir lieben, ist die Feinabfüllung, da waren wir letzten Monat wieder bei Ulrike Müller. Ja. Die Ulrike Müller hat in Eppendorf, die gehört zum Gwen, ist Teilnehmerin vom Gwen, und die hat in Eppendorf ein ganz schönes Geschäft, wo man alles abfüllen kann, also Spirituosen, Öle, Essig, alles was so lecker ist zum Essen und Trinken, Menschen kann man auch abfüllen, Wein zum Beispiel. Früher hat man das Shanghai. Der Laden ist sehr schön und die stellt uns ab und zu dann ihre Lokation zur Verfügung und dann machen wir da Gwen-Treffen zum Beispiel. Erzähl mal ein bisschen was über die Inhalte vom Gwen-Treffen. Wie läuft denn so ein Treffen ab? Also das Treffen ist so, dass was Tolles ist, es erweitert sich immer weiter, es kommen jedes Mal neue Frauen, wir machen jedes Mal eine Runde, wo man sich vorstellt. Also jede stellt sich kurz vor, damit wir alle wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und dann, da wir ja alle Coaches sind, die das organisieren, geben wir immer ein Thema auch mit rein in die Runde, über das wir uns dann austauschen. Es hat immer was mit dem Geschäft zu tun, immer was mit Erfolg zu tun, was die Frauen brauchen und was sie vor allem übereinander wissen sollten, damit sie sich gegenseitig unterstützen können. Das Ganze steht ja vor allem unter dem Motto von Kooperation. Also das ist uns das Wichtigste im Gwen-Netzwerk. Uns geht es nicht darum, dass wir uns gegenseitig Dienstleistungen verkaufen, das ist ja bei anderen Netzwerken oft so, ja. Sondern es geht vor allem uns darum zu gucken, mit wem kann ich Projekte machen, mit wem kann ich kooperieren, wen kann ich mal empfehlen, und es funktioniert hier in Hamburg extrem gut. Es gibt sehr viele Frauen, die inzwischen schon
Projekte gemeinsam realisiert haben, die sich im Gwennetzwerk kennengelernt haben. Toll. Du gibst gerade ein tolles Stichwort. Ihr seid hier zu dritt und jeder hat ein eigenes Thema. Das so zunächst mal, ja, ihr seid alle Coache, aber inhaltlich steht ihr doch für unterschiedliche Themen. Martina, wofür stehst du? Also, ich stehe für entfalte dein Potenzial. Okay. Also, finde dein Potenzial, trau dich, es anzuschauen und es zu leben und daraus was zu machen. Menschen und Geld damit zu bewegen. Und ich stehe für Move and Relax. Beweg dich und hab Spaß dabei. Okay. Jasmin, genau. Dein Thema? Männer. Ja klar, die Männer dieser Welt. Aber daneben, date yourself, weil bevor ich die Männer daten kann, muss ich natürlich erstmal mich selbst treffen, um okay. zu wissen, wo ich hin will, was ich bin, wer ich bin und was nach außen soll. Und deshalb verbinde ich Yoga, um raus aus dem Kopf, rein in das Herz zu kommen und dann zu finden, was kann ich denn in mir, also was bringe ich in mir mit und was soll nach außen kommen und was bringe ich zum Strahlen und dann kommen die Männer. Und du benutzt das Yoga dafür, das ist ja genau. total spannend. Gestern hatten wir hier das Thema Lach-Yoga, was ich extrem interessant fand. Wie muss ich mir das vorstellen, Yoga, um aus mir rauszukommen? Also ich benutze traditionelle Techniken wie Chanten, also gemeinsames Singen, die aber also aus dem Sanskrit kommen, mit, die bestimmte Wirkungen erzeugen. Meditation, ganz klassisch, und je nachdem, was die Gruppe oder die Person braucht, eben auch andere Abfolgen, Übungsabfolgen. Aber das ist immer abhängig davon, was der Mensch braucht. Aber ihr bringt irgendwie immer die Menschen oder eure Kunden zum Strahlen, habe ich das Gefühl. Heike, dein Thema? Naja, mein Thema ist zum einen die wertschätzende Kommunikation, und die liegt uns allen dreien zugrunde. Da kommen wir ja auch aus dem gleichen Stall, wie wir so gern sagen. Und die Wertschätzung liegt eben allem, was wir tun, darunter, und das ist ja alleine schon das Werkzeug, was die meisten Menschen zum Strahlen bringt. Wertschätzung. Und das ist mir das Hauptanliegen in allen Workshops, ob es jetzt darum geht, wie ich mit Spaß Geld verdiene, wie ich neue Kunden gewinne oder wie ich mit Männern rede oder wie ich überhaupt kommuniziere. Es geht immer um die Wertschätzung. Ja. Du hast gerade einen Vortrag gehalten, How to Talk to Men. Ja, da war ein Mann übrigens. Ich habe das erste Mal den Vortrag How to Talk to Men auch vor einem Mann gehalten. Ich hätte das gerne mal gesehen. Ja, hättest du kommen können. Ja, Entschuldigung, ich habe ja Interviews gegeben. Ich kann dir ja mal einen Privatvortrag halten. Ist das denn so schwierig, mit Männern zu reden? Nein, es ist überhaupt nicht schwierig. Es ist nur gut, wenn man weiß, dass Männer anders kommunizieren als Frauen. Die meisten Frauen wissen das nicht. Und sind dann erstaunt, dass das manchmal nicht so funktioniert mit der Verständigung. Magst du mal ein Beispiel geben? Ja, zum Beispiel, Männer sind sehr sind Problemlöser. Ne? Wenn es ein Problem gibt, möchten die das lösen. Das ist halt so, wenn die Schraube aus der Wand fällt, dann holen sie halt einen Schraubenzieher und lösen das Problem. Ja? Wenn wir Frauen aber ein Problem haben, wollen wir manchmal nur jammern, weil das sehr erleichternd ist für uns. Und andere Frauen wissen das und die hören dann zu und die sagen dann so Sachen, oh ja, das kenne ich, das verstehe ich gut, das ist mir auch schon so gegangen. Und der Mann, der hört sich das an und sagt, ah, da kann man doch was machen. Ja? Aber das wollen wir meistens gar nicht. Wir wollen gar nicht, dass der Mann gleich was macht. Wir wollen mal uns ausjammern. Und wenn man, das kann man auch kriegen von Männern, das ist gar kein Problem, wenn man es ihm sagt. Wie lange darf man das tun lassen? Dass die Frau mal jammert? Ja. Ich glaube, wenn man der Frau den Raum lässt, also bei mir ist es zumindest so, ich kann es nicht für alle Frauen sprechen, aber wenn man mir mal, wenn ich mal, ich jammer nicht so viel, ich gebe es zu, aber wenn ich mal das Bedürfnis habe und sage so, oh, jetzt will ich nur, dass du mir zuhörst und ich will gar nicht, dass du irgendwas machst, dann bin ich meistens nach 20 Minuten auch fertig. Wenn ich aber erstmal sozusagen dann auch noch diskutieren muss, wie man das Problem löst, dann finde ich, dann wird es anstrengend. Verstehe ich das richtig? Ich sollte dann einfach den Mund halten. Ja, und wenn ich eine Lösung will, dann frage ich. Okay. Und das ist auch vielleicht eine echt wichtige Information für Männer, weil dann können die sich nämlich auch entspannen und müssen nicht immer sofort wieder ackern und machen, damit die Frau wieder glücklich ist. Die entspannt sich dann, wenn sie einfach mal was loswerden darf.
Wunderbar. Ihr seid ja jetzt alle auf einem gemeinsamen Stand hier drüben in der Haupthalle. Was bietet ihr da an, Jasmin? Wir bieten ganz viele verschiedene Dinge an. Was? Stell nochmal deine Frage. Was alles an? Warum sollte ich zu euch an Stand kommen? Du kannst zu uns an Stand kommen, wenn du Urlaubsreisen machen möchtest, wenn du entspannen möchtest. Wir haben eine ganz tolle Entspannungsoase heute aktuell. Wenn du mit Spaß Geld verdienen willst oder auch wenn du lernen möchtest, in hohen Schuhen zu laufen. Oder wollte ich schon immer. Ich meine, ja, früher kann ich in hohen Schuhen laufen. Oder wenn du einen Filmausschnitt sehen willst von Silber, Sexy, Sinnlich. Auch das kann man heute an unserem Stand sehen. Wow. Man kann noch tanzen. Ja, man kann mal tanzen. Stimmt, man kann bewegen und sich entspannen. Und genau, komm auf Touren. Und zwar ist das auch ein spannendes Angebot von einem, jemanden aus unserem Coaching-Netzwerk, den wir unter unsere Fittiche genommen haben. Er hat Glück gehabt. Ein Mann. Der war scharf auf Netzwerk und der fühlt sich auch so wohl mit Frauen. Und er hat es geschafft, dank wertschätzender Kommunikation, vermute ich, die Herzen der Frauen am Weltstand zu öffnen. Ja, super. Also, ich merke schon, ihr weicht so langsam auf. Wir müssen nicht aufweichen, wir lieben ja Männer. Ah. Genau. Das war ein grüner Abschluss. Also, vielen, vielen Dank für das Interview. Hat mir riesen Spaß gemacht. Gerne. Und viel Spaß weiterhin hier auf der Messe. Vielen Dank. Vielen Dank, Jan, für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit. Gerne. Deine Wertschätzung. Macht mir ja Spaß. Wir sehen uns. Also, das ist wunderbar. Danke dir. Gerne.